Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge waren wir hier, wo wir jetzt auch sind, bei Elise und Felix und Ringo zu Hause. Und unser Ringo wäre uns ja fast verhungert. Also da ging ja gar nichts mehr. Der lag erstmal draußen total versunken im Gras. Dann hatte er Hunger, nachdem er erstmal ein bisschen geschlafen hat. Jetzt versinkt er schon wieder. Also Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist doch wohl eindeutig ein Bug, oder? Ich meine, hallo? Guckt ihn euch an, jetzt hockt er im Fußboden. Also, ja, super. Was ist mit Ringo los? Ich verstehe es nicht. Was hat der arme Hund? Ja. Na gut. Jedenfalls wäre er uns fast verhungert, dann habe ich mit Felix und Elise ein Date, also einen Ausflug gemacht, weil die beiden auch Hunger hatten und dachte, die können ja mal was essen gehen abends noch. Ne? Die hatten ja noch den tollen Coupon. Und das haben wir dann gemacht. Natürlich hatte ich ganz vergessen, dass Ringo mitkommt. Und dann hatten wir das Problem, dass wir ihn auf dem Grundstück da erstmal mit Leckerlis vollstopfen mussten, damit das halbwegs ging. Das Date von den beiden hat dann auch nicht so super geklappt, aber egal. Hund lebt noch, versinkt jetzt halt im Erdboden, warum auch immer. Ja, und die beiden Alten gehen jetzt mal eine Runde schlafen. Und ich gucke vorsichtshalber nochmal auf die Uhr, ja, damit ich weiß, wann ich wieder Feierabend machen muss. Der letzte Part ist nämlich auch ein bisschen länger geworden als geplant. Aber gut, wir sind so selten hier, da muss man natürlich auch entsprechend alles Mögliche nachholen. Melokonia. So, was war das für ein Geräusch? Ringo, sitzt du immer noch da in der Erde drin? Oh Mann, ich hoffe, du schaffst es irgendwann zu deinem Körbchen zu laufen. Wir gehen mal hier hoch und spulen. Ja, also was das für ein komischer Bug ist, ich weiß es nicht, liebe Leute. Oh, es windet. Es wird gerade Herbst hier, ja genau. Ja. So. Oh, Elise ist wach. Hi, und guckt nach dem Regen, genau. So siehst du aus. So, was haben wir denn? Wir haben jetzt Donnerstag und es ist früher Morgen. Ach ja, und du wolltest Ringo befehlen, Pfötchen zu geben, befehlen, Männchen zu machen und mit ihm spielen. Ja, das sind alles gute Ansätze. Ja, zieh dir erstmal was an. Nee, wir machen mal ein anderes Outfit. Ich weiß gar nicht, was wir mit der eigentlich zu haben. Ja, es regnet, ich weiß. Und guck mal, ob du was Schönes für dich findest. Das ist jetzt eine super Auswahl. Ah, hier. Ja. Also mit der sollten wir eigentlich auch mal einkaufen gehen. Gut, dann ziehst du jetzt, bleibst du bei den Sachen. Dann zieh dich einfach nur um. Jo, gut. Ich schätze, mit Felix wird es ähnlich aussehen. So, was hast du nochmal für komische Wünsche? Alles, was um Ringo geht, okay. Dann, er sitzt ja immer noch da. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Ehrlich, ich glaube, der Hund ist total verbaggelt hier. Kommando Pfötchen geben. Und danach gibt's ein Leckerchen. So, das machst du jetzt mal und Felix, du kommst mal her, du musst ja wieder arbeiten, ne? Du hast auch so komische Wünsche, ja, Liebhaben, bla. Okay, dann gehst du mal bitte auch gucken, was du an Outfits hier so hast. Das verstehe, wer will. Ja, komm, Elise, mach dich auf den Weg. Ich hab das eingegeben. Hä? Was ist jetzt wieder los? Wir können mit Ringo wieder nichts machen, oder wie? Leute, ich verstehe das. Wo ist er denn jetzt hin? Er hat sich den Duft aufgelöst. Ringo! Wo bist du denn? Ach, er läuft hoch. Okay, ja. Gut, dann lass das und komm. Irgendwie, ich verstehe hier gerade gar nichts mehr. Ich habe hier zu lange nicht mehr gespielt und wer weiß, was wir hier geschafft haben. Wir haben keine Reste. Okay, dann tu mal Frühstück servieren. Omelette. Komm, mach uns ein schönes Omelette. Das wirst du ja wohl hoffentlich noch hinkriegen. Und der Hund ist zumindest mal von dem Zeug da weg. Ja, hallo. Stopp! Was?
was ist denn jetzt? Mach doch auch mal das, was ich dir gesagt habe. Dein Hund kommt zu dir und liegt schon wieder in der Erde. Ey, irgendwas ist hier völlig falsch. Ich glaube, wenn das hier nicht funktioniert, liebe Leute, dann müssen wir dieses Grundstück samt Familie aufgeben. Das ist mir jetzt echt ein bisschen zu ultramäßig komisch. So. Hund wieder da. Jetzt leg dich bloß nicht wieder hin und verpackt mit, du. Also, sehr guter Hund, du. Und er müsste dringend spazieren geführt werden. Er müsste ins Bett, also irgendwie ins... Was ist hier los? Okay, dann gib ihm noch bitte das Kommando. Ich weiß nicht, ob das geht. Kommando, nee, das kann sie nicht geben. Schade. Er hockt schon wieder da. Dann für ihn spazieren kommen. Das ist ja Käse. So, und du bist hoffentlich am Kommen. Was ist denn? Ach, jetzt ist der Fressnapf im Weg, oder was? Oh, Leute, ich kriege hier zu viel. Wo können wir denn den Fressnapf hinstellen, sinnvollerweise? So. Da ist er nicht im Weg, hoffe ich. Jetzt tust du bitte hoffentlich mal das machen, was ich dir gesagt hatte. Ist das Frühstück servieren? Nee. Oh, Frühstück servieren. Omelette. Bitte. Ja, das Ding ist weg. Ich hab's weggeräumt. Das ist alles in Ordnung. Ich hoffe, sie kann den Hund jetzt spazieren führen. Na, hallo! Würdest du jetzt bitte diesen eingesunkenen Hund spazieren führen? Das geht nicht. Wir können nichts mit ihm machen, wenn er da so nochmal liebhaben und spazieren führen. Es geht. Leute, der Hund ist kaputt. Es tut mir schrecklich leid. Ich weiß nicht, worin das Problem besteht. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe nichts gecheatet, soweit ich weiß. Also ich cheate ja eigentlich eh nicht. Und keine, was weiß ich, verwendet. Und der Hund ist tot. Wir können ihm auch nichts weiteres befehlen. Das ist das Blöde. Also normal kann man, glaube ich, wenn es wichtig ist, auch das Kommando geben, draußen Geschäft verrichten oder sonst was. Wir probieren noch einmal Kommando fressen gehen. Irgendwie. Oh, jetzt guckt doch nicht dauernd nach dem Regen. Ich reg mich hier gerade tierisch auf und nichts geht. Eben ging es doch noch. Wieso ging denn das eben noch? Nee, nichts. Ah, spazieren führen. Ich habe langsam keinen Plan mehr. Und weg ist er wieder. Also, ihr habt es gesehen, dann geht nichts, ne? Also, ja, dann geh essen. Okay, freundet euch mit dem Gedanken an, dass wir Ringo loswerden. Ich verstehe es nicht. Wartet mal, ich muss aber mal ganz kurz was anderes machen. Es ist ja eigentlich der Hammer hier. Was haben wir denn hier alles? Wir haben diese ganzen Geschichten da zum Verschenken. Weil das Zeug bringt ja Geld, ne? Oh, die haben sogar Fische. Wer macht jetzt welche Geschenke? Ich wollte doch... Nee. Nein. Oh, Leute, ich drehe gerade ein bisschen am Rad. Es ist mir zu heavy. Ich weiß nicht, was hier los ist. So, du kriegst jetzt erstmal das Bett einverleibt. Dann kriegst du hier dieses super Karaoke-Dings da. Auch und ich glaube, wir sind voll, oder? Da geht nichts mehr. Irgendwie doch. Aber weil ich nicht weiß, inwiefern hier gerade wer, wie, wo alles verpackt ist, packen wir das mal ein bisschen unterschiedlich. So, das sind schon mal Sachen, die sie irgendwie verschenken könnte. Das gibt Geld. Was haben wir denn hier noch alles? Ja. Die Schokomaschine, nö. Aber hier vielleicht das Minigolf-Ding. Nee, das auch nicht. Und die zwei Teile kommen, nee. Den Rest lassen wir mal. Wir haben, denke ich, genug zum Verschenken im Inventar. Also da finden sich schon gute Sachen. Was mit dem Hund ist, keine Ahnung.
Oh, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ich bin traurig. Und du hast dir noch nicht mal was angezogen, Felix. Lecker, wäsche Butter. Ah, ist so bottig. Kusche Falada, Dini, Schneller, Monchisch. Ich will die anderen beiden einladen. Ah, jetzt brennt der Baum, ja. Das liegt nicht schlimm, der wird auch von Regen gelöscht. Hoffe ich mal, dass das nicht übergreift. Wir betrachten das. Ja, wir betrachten das. Der brennt aber lichterloh. Hilfe, Hilfe. Regnet's noch? Nee, komm. Felix, geh mal löschen. Und du geh auch mal schnell löschen. Komm, das ist mir zu heikel da irgendwie. Oder sollten wir lieber die Polizei, die Feuerwehr rufen? Ja, nee, wir rufen noch lieber die Feuerwehr. Doch, das ist noch besser. Ruf mal lieber die Feuerwehr. Das ist nachher löschst du das und Notdienst. Ist Notdienst das Richtige jetzt? Ich sag dich. Leute, ehrlich, ich dreh gleich durch. Jetzt mach mal! Mann, der labert und rababert da rum. Da draußen brennt gleich alles ab und voll gemächlich sind wir am Aufstehen. Ja, ruf mal die Feuerwehr bitte. Unser Baum brennt. Ah gut. Das ging ja wenigstens schnell. Oh, Leute, ich dreh durch. Ich dreh echt durch. Nein. Was macht die denn jetzt? Nee, nix gratulieren und du mal das da wegräumen. Also, das ist doch noch voll. Oh. Da kommt unser Ringo runter. Ah, weil der Postbote da ist. Na, super. Wir brauchen also einen Postboten, damit der Hund mal wieder auftaucht aus der Erde, aus der Versenkung. Oh Leute, können wir das Tier nicht verkaufen? Ja, das ist eine Idee. Aber dann ist er immer noch verbuggt wahrscheinlich. Ja, du jedenfalls mal jetzt anrufen, Sim. Mach mal. Ich habe ja hier was Bestimmtes vor, weswegen wir überhaupt hier sind. Oh Gott, ich blick gar nicht mehr durch. Manuel Müller, genau. Den rufst du jetzt mal an. Haushalt ein, ja, lad den ganzen Haushalt ein, ist mir jetzt auch egal. So. Ja, die Regina, genau, da kann man es komischerweise auswählen. So, warte mal. Und dann gehst du jetzt bitte mal mit diesem armen Tier spazieren. Musst du nicht erstmal essen? Nee, geh erstmal mit ihm spazieren. Das ist... Hilfe, Leute, ihr seht's, ich bin total daneben. Irgendwie geht hier gar nichts mehr. Hast du immer noch den Teller in der Hand, Regina? Stell den doch bitte jetzt mal weg, den Teller. Was will... Also... Ja. Kannst du denn jetzt den Teller hin? Da, auf den Boden, genau. Du nimmst dir bitte den... Ist, und ich komme auf jeden Fall, genau. Und die Polizei... Ja, wir können doch nichts dafür, wenn da der Blitz einschlägt. Hallo? Da, der Postbote ist da. Gehst du jetzt mit deinem Hund spazieren? Geht das endlich? Was? Schieb, schiebst du weg. Nein! Wer ist denn das jetzt? Ach Gott, Leute, ich klebe schon wieder vor lauter Aufregung. Günther, wie auch immer. Liebhaben. Leckerchen. Liebhaben, streicheln. Und dann bitte Nee, können wir Kommando? Geschäft draußen verrichten? Können wir nicht machen. Wir können ihn nicht in die Hütte jagen. Er ist natürlich hundemüde, das ist der Haken an der Geschichte, ne? Ah, da ist ja Manuel schon. Hallo, Tag. Was ist mit unserem Hund passiert? Er ist mies drauf. Okay, Leute, wir müssen noch was machen. Wir müssen... Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Wartet, wir haben... Ach, die haben doch Geld. Ist doch scheißegal jetzt. Hund. Hund, hier. Hund, du bekommst jetzt was ganz Tolles. Glaub's mal. Du kriegst jetzt nämlich hier so eine schicke, tolle Hundehütte. 550. Ja, es ist mir egal, ob man damit eine Zucht machen kann oder nicht. Ich will nicht züchten. Ich will einfach nur ein Häuschen haben. Genau, so ein schickes, kleines Hundehäuschen.
dass er sich vielleicht im Notfall ja draußen hinlegen kann. Ich habe ja keine Planung, warum das hier die ganze Zeit nicht funktioniert. Und dann tun wir am besten den Napf da auch wieder raus oder machen ihm hier noch einen Napf hin, keine Ahnung. Da ist so ein stinkenormaler Napf. Und was ist das für ein Napf? Den nehmen wir jetzt da in der Farbe. Hopp. Und den stellen wir hier hin. So, ich bin's leid. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Dann geht den Napf füllen. So, und gut. Und was? Gehen Sie jetzt spazieren? Nee. Guck mal hier, du kannst auch hier schlafen. Ringo, was ist los? Ringo, Kommando, in der Erde. Gut, so, wartet mal. Wir müssen jetzt was machen. Ich vergesse ganz, warum wir hier sind. Das ist einfach zu viel des Guten. Nee, sie hat noch Hunger. Sie tut jetzt erstmal selber was essen. Wo hast denn dein Essen hin? Ach, egal. Nimm dir einfach einen Teller. So, und er hat ja jetzt aufgegessen. Und nee, du brauchst dir den Napf nicht angucken. Hallo! Ach, hier spinnt alles. Ich, meine Maus spinnt, ich spinne, alles spinnt. Du machst das keinen Spaß. So, du gehst jetzt bitte mal einstellen, nee, unterhalten, Witz erzählen und mal ein bisschen quatschen und dann gibst du ihm Geschenke, ganz viele Geschenke. So. Ich komme mit Schnitzen, Leute. Ich weiß nicht, was macht Ringo jetzt wieder. Ich habe Angst um den Hund. Könnt ihr das verstehen? Ha, er hat gepieselt. Das ist gut. Jetzt guck mal, da vorne hast du so eine Hütte. Nicht wieder. Sabalot nochmal. Jetzt reicht's mir aber auch langsam. Mach doch, was du willst und sterb. Das ist ja wirklich nicht mehr normal. Der legt sich hin und bupp, ist er wieder festgebacken. Ach, ehrlich. So, Geschenke. Du bekommst das Ding. Du bekommst das nicht, nee. Das Ding. Das Handy und das andere behalten wir selbst. Genau. Mhm, da hast du schon mal zwei schöne Sachen. Ja, für dich. Und dann können wir ihn mal wertschätzen, bewundern. Du hast dich richtig gut entwickelt. Junge, ja, was können wir denn noch mit dir machen? Reden, und spielen vielleicht mal, fangen, sowas. Oh, das schöne Bild, das ist ja fertig. Warum hängt das nicht an irgendeiner Wand? Das müssen wir doch mal, hallo? Das muss doch mal an die Wand gehängt werden, das geht doch nicht. Warum hängt das nirgends? Das ist so ein schönes Bild, Leute. Ja, geht das da nicht hin? Da, guckt mal. Oh, Hundebild, genau. So. So. Ja, die Fahrgemeinschaft für Felix kommt gleich, genau. Und so. Jetzt kannst du mal hier bitte Reste weglegen. Mach das erstmal. Und dann kannst du aufräumen. Ach, ja. Und dann, damit wir hier mal zu Potte kommen, ohne dass ich die Zeit wieder übersehe, weil das ist schon wieder am eng werden, gehen wir auch mal umarmen, freundschaftlich und, umarm ihn freundschaftlich, dann redet ihr mal ein bisschen und unterhaltet euch. Wertschätzen, bewundern und dann darfst du sagen, du, ich habe mitgekriegt, du willst dich ja demnächst verheiraten, ich habe da noch ein bisschen was für dich, ne? Und der Papa kann die Zeit nutzen und kann mal noch mal kurz auf Toilette gehen oder so. Nee, nicht baden, hier Toilette benutzen und Hände waschen und gut ist. So. Ach, Leute, das ist ein Zirkus hier. Meine Güte, was habe ich mir da nur gedacht? So. Und
Und der Hund liegt... Nee, er liegt jetzt wieder normal. Also, ich verstehe es nicht, was hier mit dem Hund und so los ist. Ich habe keinen Plan. Ja. Na gut. Tiefer noch. Wunderbar. Das ist nicht so einfach. Mit den ganzen Sachen hier. Deswegen, das waren dann auch die zwei Tage, sag ich mal. Und danach geht's wieder bei Regina und Manuel weiter. Dann wollen wir uns ja langsam mal an die Hochzeitsplanung machen. Und ich hoffe, dass die ganzen Geschenke dazu führen, dass sie ein bisschen Geld bekommen. Und ein bisschen was, ne? Ja, weil das war so ein Tipp von einer ganz lieben Zuschauerin. Minky. Ja, du willst ihm was schenken. Du willst ihm ganz viel schenken, glaub's mir. Du kannst ihm schon mal so ein paar Backsteine schenken, so zwei Stück. Geht nicht mehr einzeln anklickern, okay. Dann könntest du ihm, ja, warum eigentlich nicht, obwohl, ja, das kann sie auch später vielleicht noch. Ja, weiß man, wie lange die leben. Das ist immer so, lass das mal, das Zeugs da noch, die Backsteine, dann da, so kleine. Ach, das ist doch bescheuert hier. Da, die komischen Kistchen da, so zwei davon. Und dann haben wir noch. Noch zwei Drachen dazu. Ja. Fühlt sich das hier auch? Ja, gut, okay. Dann kriegt das auch noch so ein Wappelwirbeldingsbums, tralala, da. Da kriegt er noch einen mehr. Ja, nee. Zwei müssen reichen. Oder? Dann noch in verschiedenen Farben von mir aus. Und die machen nämlich die, die werden schön teuer sein zum Verkaufen. Ich weiß ja nicht, was wir hier mit dem Flohmarkt weitermachen wollen. Gibt es so schöne Wirbelzwirbel. Da, die Dinger meine ich doch. Da guck. Und davon nochmal so zwei, drei. Juhu. Dann kriegst du das Bett und die Karaoke-Maschine. Ja. Gut. Das ist ein Riesengeschenk. Auch wenn es so klitzeklein verpackt ist, ne? Alles für dich, für euch. Verkauf die Sachen und dann guckst du, dass du schön heiratest, ne? Weil ich finde die Regina ganz, ganz nett. Die ist ja wirklich ganz lieb und überhaupt und alles. Und dann guckst du, dass du die schön heiratest und ja, ne? Macht euch ein schönes Leben, fahrt in Flitterwochen, das wollten mein Papa und ich auch mal machen. Da hatten wir auch keine gute Reise drauf. Und also, gell, ich hoffe, das bringt dir was, weil wir haben leider gerade die Schuld auf der hohen Kante, wie wir die geben möchten. Und ja. Ah, Felix ist schon weggefahren. Ja. So, das haben wir also auf jeden Fall erledigt. Oh, Schmuck! Ja! Motte, Kommissarin? Dalim, hey. Dann spielt ihr auch noch mal ein bisschen fangen. Ach, herrje. Jedenfalls ist er jetzt mit Zeugs versorgt, der gute Manuel. Alles zum Verkauf. Ja. Das ist doch schön, hm? Und unser Hund sieht relativ normal aus. Vielleicht gibt sich das wieder. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich hoffe es einfach mal. So, dann redet ihr noch mal ein bisschen da. Und dann kannst du noch mal kitzeln, den Guten. Und ja. Anschließend kannst du auch mal hier nicht duschen. Was will ich dauernd an der Dusche? Wer kommt denn da? Ei, hallo. Ach, das Telefon bimmelt, kennen wir ja schon. Ja. Also gehst du nochmal auf Toilette und auch mal Hände waschen. Dann können wir euch vor den Fernseher parken oder sowas. Ja, das Telefon. Wir wissen's. Ja, und eigentlich hatte ich ja geplant, wenn wir mit den, also Manuel und Regina dann so weit sind, wie wir ja dann langsam wären, ne? Dass wir auf die Familiengründung kommen und alles. Da wollte ich eigentlich auch wieder regelmäßiger hier rüber wechseln. Eigentlich hatte ich ja auch mit diesem Flohmarkt hier noch was vor, aber ja, müsste sich zeigen. Also wenn es hier irgendwie Probleme gibt mit Ring
ich weiß nicht, ob es dann hier noch mehr Probleme auf dem Grundstück gibt. Da müsste man echt mal gucken. So, wo will er jetzt hin? Da musst du auch mal, oder was? Ah, hast du Hunger? Oder? Okay. Was war das? Was machst du da? Okay, ich würde sagen, warte mal, wie viel Uhr haben wir? Halt, stopp, nicht weglaufen. Ja, es wird langsam Zeit. Ich mache das jetzt ganz kurz. Ich verabschiede mich hier von Manuel. Du könntest mal ein bisschen quatschen. Gibt es noch mal ein Witzchen? Hier. Und dann gibt es eine schöne Umarmung. Und dann wird sich verabschiedet. Und dann ist er nämlich weg und hat hoffentlich die Sachen aus dem Inventar dabei. Wo willst du jetzt hin denn? Hallo, bleibe mal stehen, du. Jetzt rennt er weg. Ach, er will Schach spielen. Nee, bleib stehen. Komm, die Altoma ist kein D-Zug. Also so schnell kann es dir jetzt nicht mehr hinterher rennen. Oh, ihr Popo vibriert. Es ist ihr eigenes Telefon. Naja, ist egal. Gut, da kann sie ja dann mal alles hinterher. Wer weiß, wer was da von ihr will. Und dann machen wir nämlich auch Feierabend und hoffen, dass wenn das jetzt so speichert ist. Er liegt schon wieder im Gras. Scheinbar kommt es drauf an, wie er sich hinlegt. Ich habe keine Ahnung. Hallo Hund. Du, ich habe dir extra eine Hütte geholt. Da ist ein Fressnapf. Zwei Fressnäpfe. Also. Ach Leute, ich weiß es wirklich nicht. So. Und tschüss. Ja. Gut. Nee. Du jetzt nicht dahin. Du kannst ein bisschen Fernsehen gucken. Und dann machen wir nämlich hier Feierabend. Und ich beachte das mit dem Ringo jetzt mal gar nicht. Ja. Komm rein, Mädel. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Also ich weiß nichts mehr. Ich bin einfach nur völligst überfragt, was hier kaputt ist. Es ist so schade drum. Irgendwie. Naja. Weil man könnte höchstens noch versuchen, alles einzupacken, umzuziehen und zu hoffen, dass ein anderes Grundstück besser geht. Ja. So. Das war jedenfalls mal eine kurze Stippvisite bei den Eltern mit eben Geschenke geben an Manuel, damit er sich vielleicht mit seiner Liebsten jetzt was leisten kann für die Hochzeit und so weiter. Ja. Was mit Ringo ist und wird, weiß ich nicht. Guckt es euch an. Hunger, Komfort, Energie, alles völlig am Weg sein, obwohl ich wirklich viel gemacht habe. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen, was hier der Problempunkt ist. Naja, wir werden sehen. Die nächsten Parts sind auf jeden Fall dann erstmal wieder bei Manuel und Regina. Eventuell dann auch schon mit dem neuen Addon Gute Reise. Weil, wie gesagt, da fehlt ja nicht mehr viel. Der verkauft den Kram und dann können sie eigentlich endlich heiraten und in die Flitterwochen verschwinden. Das ist jetzt so mein Plan. Ich hoffe, euch ist das so auch angenehm und wir sehen uns dann. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.